2 years and you never said a word. Oh, in 2 hours you now said it all. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert. Und Micha, der Kameramann, im Regen dabei. Im Regen, und wir haben den Sonnenschirm irgendwann zwischendurch rausgeholt, weil es ist einfach unglaublich. Es hat so gegossen. Aber wir wollten dieses Thema für euch fertig machen. Wir haben ja einfach mal so kleine Bepflanzung bei uns hier an dem Baum gemacht mit ganz viel Lavendel, Strandflieder und Waldsalbei. Und ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie diese natürliche Deko-Idee funktioniert, bleibt doch einfach dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und das sind die Sachen, die wir heute brauchen. Und wir fangen mal hier an. Ich würde mal sagen, hier unten, Micha, oder? Ich glaube, wenn ihr die Videos von uns öfter mal guckt, dann kennt ihr die schon. Die hatten wir schon mal am Hauseingang dekoriert, auf der Terrasse. Ich liebe dieses Zink, dieses Vintage. Auch diese Töpfe finde ich total schön. Und die haben wir jetzt sogar auf Hofölkers sogar als Schublade. Ich habe gedacht, das passt hier heute in diese Bepflanzung. Und genau, Schubladen groß und klein, diese Töpfe. Nochmal ganz kurze Info, bevor wir weitermachen. Beim letzten Hauseingang mit den Rosen, da hatten wir diese zylinderartigen Töpfe, genau in 3 verschiedenen Größen. Und die sind wieder reingekommen und auch wieder im Online-Shop verfügbar. Also nur eine kleine Info zwischendurch. So, dann geht es weiter. Dann haben wir Lavendel, 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 Lavendel in 3 verschiedenen Größen. Genau, dann machen wir hier gleich weiter. Hier haben wir ein Waldsalbei, fand ich total schön. Passt auch wunderbar jetzt zu diesem Flieder oder lila Thema. Dann haben wir den Strandflieder. Ich liebe den, ich finde den so schön. Guck mal, auch hier mit diesen dicken Blättern und hier oben die Blüten. Einfach fantastisch. Gerade diese Kombi finde ich, dieses Vintage, auch hier unten, guck mal, das ist so richtig schön auf alt gemacht, so natürlich. Und dann diese Farbenpracht, total schön. Dann habe ich eine immergrüne Schleifenblume, habe ich hier, das ist auch ein Steinkraut. Das sind Pflanzen, die wir nicht mehr verkaufen konnten, die habe ich einfach mitgenommen. Und ich gucke einfach mal, was ich davon retten kann. Was haben wir hier hinten? Das hatten wir hier mal auf unserer Bank stehen, die kleinen Hornfeierchen, die gehen langsam auch dem Ende entgegen. Die habe ich immer hier in diesen Körben. Dann alte Kränze, das ist sogar noch ein Nest vom letzten Jahr, bin ich der Meinung, Ostern. Das haben wir immer neu eindekoriert mit Moos. Dann habe ich hier hinten noch Töpfe, auch mit Lavendel und hier so ein ganz altes Sieb. Ich finde, das passt hier, glaube ich, ganz gut zu diesem Thema. Wir probieren es einfach mal aus. Da hinten habe ich einen alten Tisch. Ich denke, auch der wird hier heute mit der Bepflanzung mit eindekoriert. Ihr Lieben, und ich würde sagen, bevor wir nämlich pflanzen, da das hier die ganze Zeit draußen ist, also nicht überdacht, ist es mir wirklich lieber, kein Blähton zu nehmen, sondern einfach Löcher überall in die Gefäße reinzumachen. Ich drehe mir die Gefäße um, nehme einen Akkubohrer und schraub oder mach jetzt erstmal ein paar Löcher überall rein. Löcher sind überall drin, ging ruckzuck. Und dann würde ich sagen, wir gucken einfach mal mit der Größe der Pflanzen, welche Töpfe wir nehmen. Und wir fangen jetzt an einzupflanzen. Hier hinten diesen ganz großen Lavendel, da hatte ich hier diese, genau, die habe ich mir letztes Jahr, die waren nämlich kaputt gerissen. Das sind diese Fiberglastöpfe, die sind aber wunderbar. Und den würde ich nämlich hier gerne mit reinmachen. Ich finde, der große passt hier wunderbar. Ich habe jetzt auch noch einen kleineren davon. Und da kommt der kleinere Flieder rein. Always know how to get me sentimental. You always say the right things like
Beide Töpfe schön eingepflanzt, frische Erde oben rauf gemacht. Also wie gesagt, nach dem Sommer kommen die auf alle Fälle bei uns hier ins Beet. Die kriegen ganz viel Platz und das ist super nachher auch für Deko. Und genauso wie Kräuter, wir lieben Lavendel, es riecht wunderbar. Und es fängt an zu regnen, wir gehen hier rüber und ich mache die anderen Töpfe. Ich habe hier jetzt noch, guck mal hier, in diesem Jutestoff hatte ich die Apfelkiste bepflanzt mit den Ranunkeln und die Erde ist noch so wunderbar und deswegen habe ich hier den Stoff liegen und mache mir die Erde jetzt hier noch mit rein. Dann hier den Waldsalbei, auch wunderschön. Der kommt hier in diesen großen Vintage-Eimer. Den Strandflieder, der ist auch total cool. Auch von hier oben, die Blüte einfach wunderbar. Und ich liebe auch diese Blätter. Ist wirklich, wirklich eine wunderschöne Pflanze. Und die kommt jetzt hier in diesen mittleren Zinktopf. Diese immergrüne Schleifenblume, die ist auch total cool. Vorne würde die auch wunderbar aussehen. Jetzt kommt sie hier erstmal in die etwas größere Schublade. Bin hier richtig schön am Pflanzen. Es ist zwar am Regnen, Micha musste ein bisschen mit der Kamera weg, aber im Moment geht es gerade noch. Guck mal, ich habe jetzt hier die große Milchkanne, vielleicht kennt ihr die noch. Die war bis jetzt eigentlich mit den Primeln, die waren jetzt durch. Das habe ich weggenommen, habe unten den Jutesack, den ich hier gerade hatte, einfach als Füllstoff genommen. Erde und den großen Lavendel habe ich jetzt hier in die Kanne gemacht. Finde ich ganz cool, passt glaube ich hier auch noch super mit rein und da hat der Lavendel auch noch mehr Platz. Jetzt habe ich hier noch die letzten Gefäße und auch Sophie ist natürlich dabei und die werden wir jetzt auch nochmal mit Erde füllen und hier mit dem Lavendel und den restlichen Pflanzen. So, ich werde jetzt mal beide Hände nehmen, damit wir hier ein bisschen schneller vorankommen. Ich muss hier wirklich das Wurzelwerk unten schon, guck mal, da ist schon so viel darunter. Und damit ihr nicht oben beschädigt, mache ich das hier vorher immer ein bisschen ab. Und dann könnt ihr die besser aus dem Topf nehmen. Und ich denke, hier kommt erstmal ein Lavendel. Und hier kommen jetzt zwei Lavendel definitiv. Ich hatte gedacht, wenn ich Glück habe, kann ich es ein bisschen aufbrechen, weil die habe ich noch gefunden. Die ist auch richtig schön. Das gehört zu diesem Eimer-Set. Die kann man nämlich sich ranhängen. Aber leider passte das nicht. Das heißt, der zweite Lavendel kommt hier einfach mit in diesen Topf. Es regnet und regnet. Also heute haben wir keinen guten Tag erwischt. Aber egal, hier die Taubenskabiose. Da habe ich jetzt hier nochmal, die sind total schön. Wie gesagt, die kann man auch an die Wand machen. Die haben hinten hier diesen Halter. Und da möchte ich gerne eine reinmachen. Ich habe vorher ein bisschen Blähton reingemacht. Und auch hier werde ich jetzt, das ist natürlich wunderbar, ich habe noch ein Efeu. Und auch das stecke ich mir jetzt hier nochmal mit rein. Und ein bisschen Erde noch rauf. Wetterfest angezogen, ne Micha? Ja. Was für ein Schietwetter. Und einen Sonnenschirm haben wir uns auch gerade noch hingestellt, damit wir irgendwie den Film mit euch und für uns unsere Ecke zu Ende machen können. Und jetzt könnt ihr mal sehen, ich hatte ja zuletzt, oh Gott, das hat eben so gegossen, hier diese Bepflanzung hier in diesen Zink Gefäß reingemacht und was ich eben noch gefunden hatte, diesen Silberregen hatte ich noch und das hier finde ich ganz schön mit der Kerze und den Silberregen rein und das ist nochmal ein wunderbares Deko-Element und ich finde hier mit diesen grünen Tönen passt das ganz schön. Und auch diesen Korb habe ich einfach nur die alten Blumen hier rausgemacht, die waren völlig verblüht, die waren auch noch vom
früher, glaube ich. Und hier ist auch noch das Mühlenbeck hier und das Efeu. Das ist hier so wunderbar gekommen. Das ist auch schon, ich sag jetzt mal, fast ein Jahr hier drinne. Jetzt kommen die hier einfach noch mit rein und ein bisschen Moos oben rauf. Und ich denke, das kann sich hier wieder super erholen. Haben wir alles bepflanzt und jetzt geht's zum Dekorieren. Und ich würde sagen, die Bank steht so. Normalerweise hatten wir sie immer so. Finde ich ganz gut, weil Lavendel, die beiden Töpfe so in einer Gruppe, in einer kleinen, die lassen wir auf alle Fälle so stehen. Ich hätte jetzt heute hier das Blattwerk mit euch abgemacht. Das ist uns heute jetzt aber zu schiedig, das Wetter. Deswegen lasse ich es unten noch dran. Und jetzt die Tage, wenn es trocken ist, wenn ich in den Garten gehe, kommt das unten weg. Und ich würde sagen, diese Kanne hier hinten, Micha, wir gehen einfach mal hier hinten hin. Hier hinten passt die wunderbar. Ich würde sagen, so neben die Bank, wenn wir nachher, wenn es schön wird und die Sonne kommt, dann kann man hier auch richtig schön noch die Kissen rauflegen und den Tisch, den würde ich sagen, damit das schön geschützt ist und nicht immer umkippt, den stelle ich jetzt einfach so dazwischen. Und der Strandflieder, wunderbar. Und der ist super schwer, das heißt, den stelle ich hier nämlich rauf, weil ansonsten, wenn das hier sehr, sehr windig ist, dann würde der Tisch hier wieder umwehen. Und leider, wie ich gerade sehe, ist das hier abgegangen. Das knippt sich noch mal eben ab, aber es kann nachwachsen, ja leider. Das ist hier, aber das machen wir ab und es kann wieder neu kommen. Und ich würde die beiden hier einmal so raufstellen. Und diesen Korb, guck mal, der ist schon ganz verwittert, den hatten wir auch schon hängen, da ist sogar noch ein bisschen Draht dran. Aber ich finde, das macht überhaupt nichts, weil auch den stellen wir hier so an die Ecke und das Efeu kann hier wunderbar runterranken. Unseren Waldsalbei, den stelle ich hier einfach an die Ecke. Finde ich sehr cool, weil so geht das Blaue schön in die Höhe und das ist auch noch mal eine super Kombi gerade hier mit dem Lavendel. Und auch hier vor würde ich gerne einfach noch mal so eine kleine Schublade stellen. Und solange wir noch keine Kissen raufstellen können oder legen können, damit wir uns hier schön hinsetzen können, kommt hier der ganze andere Lavendel, also die mittlere Größe, einfach nochmal so daneben. Und hier, da ich eine Dreierkombi immer ganz cool finde, finde ich diesen doppelten Lavendel hier vor sehr gut. Das heißt, wir haben hier einen Pulk und hier oben finde ich auch. Nochmal von der anderen Seite. Ich gehe einfach mal schnell so rüber und auch hier mache ich den klein und mit dem Tisch hier mit so davor. Korb habe ich runtergestellt. Oh, ich habe schon Sprachstörung hier. Und habe den, der kommt da hinten, haben wir nämlich eine Bank, der kommt dazu. Und hier habe ich jetzt den anderen Lavendel und die Schublade. Und hier habe ich einfach auch den kleinen Lavendel vor. Und ich finde so als Deko Element dazwischen mit dieser Kerze ist das wirklich perfekt. Und das andere war zu viel. Der andere Korb, der kommt auch woanders hin. Katze kann unten stehen bleiben. Und diesen hier, den werde ich noch mal eben ein bisschen abwischen. Dann kommt hier ein bisschen Naturband rein. Und das hängen wir uns jetzt hier noch mal mit dran. Dann habe ich schön das Naturband eben abgeschnitten und binde mir das hier einfach noch mal eben fest. Und guck mal, das finde ich richtig, richtig schön. Das passt auch super gut. Hier wird immer gegossen. Hier ist es auch gut geschützt. Da ist der Blähton drinne. Und auch hier schauen wir mal, wie sich das dann entwickelt. Und die typischen Deko-Elemente, ich finde Kränze, die passen wirklich überall hin. Den haben wir sonst immer so hier auch stehen gehabt. Und ich finde, der fügt sich hier auch super wieder mit ein, diese Natürlichkeit. Das sind noch die Kränze, die wir vorne von dem Hauseingang, das hätte ich jetzt auch so noch da mit reinmachen können. Aber ich würde sagen, Micha, lass uns mal hier hinten hingehen. Gerade hier hinten an dem Tisch, finde ich, passt dieser Birkenreisig, das kleine Birkenreisig super schön. Hier kann noch mal ein bisschen diese Natur mit rein und sehr charmant. Finde ich sehr gut. Das kleine Nestchen vom letzten Jahr Ostern, da hatten wir die Tage irgendwann mal das ganze Moos rausgenommen. Und guck mal, wenn man hier einfach nur mal wieder so frisches Moos reinlegt, ist das doch wieder wunderschön. Und auch das kommt jetzt hier einfach noch mal, würde ich sagen, hier unten. Kann man das super reinsetzen. Und guck mal, hier den Kranz habe ich noch gefunden. Und da werde ich jetzt einfach auch noch mal mit diesem Naturband,
Das will ich gleich nochmal eben da hoch machen. Das Moos ist auch schon relativ ausgeblichen, aber ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil das passt hier super auch nochmal mit diesen Brauntönen. Und den hänge ich mir jetzt hier hinten nochmal eben ran und er passt. Der kommt nicht in den Schuppen. Wie gesagt, auch der passt hier nochmal super ran, schneid nachher nochmal die Bänder ab. Und ich würde sagen, so diese Baumdeko, Baumbankdeko, Wohlfühlecke für uns ist fertig. Ihr Lieben, und das war heute unser Thema. Bepflanzung mit allen möglichen Pflanzen, alles in diesen lila Tönen. Es duftet wieder fantastisch und wir hoffen sehr, dass bald die Sonne kommt. Und wir hoffen natürlich sehr, dass es euch heute gefallen hat. Dann freuen wir uns natürlich über den Daumen hoch. Ihr Lieben, folgt uns gerne auf Instagram, Facebook und Pinterest. Da kommen immer kleine Highlights. Ihr wisst es ja, am Ende sagen wir es doch immer wieder. Und wir würden uns natürlich sehr freuen. Also, ich freue mich, die Tage wieder mit und für euch zu dekorieren. Und mich auch, euer Kameramann. Genau, und bevor ich euch drücke, guckt hier unten in der Videobeschreibung, da ist der Link zu unserer Homepage. Und von dort sind die Links jeweilig zu Hof Oelkers, weil die Zinkgefäße sind wirklich, wirklich toll. Also, ihr Lieben, ich freue mich auf euch, eure Conny. Bis dann, tschüss. Ja, tschüss.